Eine Tour führt mich zum knapp 3000 Meter hohen Hochgasse, der am Alpenhauptkamm in der Granatspitzgruppe an der Grenze von Osttirol und Salzburg steht. Der Aufstieg beginnt am hinteren Mittersieler Parkplatz auf 1300 Metern Höhe. Es sind dann 1200 Höhenmeter bis zur St. Pöltener Hütte, auf der ich übernachte. Felsstufen mit Seilsicherung erleichtern den Aufstieg. Ein Blick zum Hintersee. Am Plattachsee, 20 Minuten unterhalb der Hütte, verweile ich noch. Schön anzusehen, die Schneereste, die sich im See spiegeln. Nach circa 3,5 Stunden Aufstieg ist die St. Pöltener Hütte vor mir. Die Hütte auf 2481 Metern mit dem Tauernkreuz am Pass ist auch ein uralter Tauernübergang von Mittersill in Salzburg nach Matrei in Osttirol. Vor dem Eingang der Hütte stand ein Esel mit seinem Herrn aus der Steiermark, der in den Tauern nicht auf Hütten schläft, sondern mit seinem Esel unterwegs biwakiert. Was ist Bock? Da oben kann man das Tier nicht unterbringen, weil kein Unterstand und kein, also nicht windgeschützt. Heute gehen wir zu, meines Erachtens. Aber mir passt, wir haben ja noch Zeit heute. Das sind ja jetzt im und die Zeit noch lange, lange Tage, also wird das um 8 Uhr herum Truster. Bis dahin bin ich da unten. Kann man es einrichten. Hat einfach so viel Proviant mit und kaufen. Leider weiß ich, habe ich heuer kein Zelt mit. Aber ich habe die Plane. Der Esel hat sehr viel Selbstschutz. Mehr als das Pferd. Das Pferd ist mehr so ein Herdentier. Gell? Der Esel denkt halt mehr an sich selbst. Und wie alt ist der Esel? Der ist jetzt 10. 10. Und wie alt werden die? 40 Jahre. 40 Jahre. Ich habe aber Beispiele, wo Esel schon 60 Jahre waren. Eigentlich eine Lebensanschaffung. Wie heißt der Esel? Kaori. Kaori? Kaori. So genannt, dass er gezüchtet hat. Ah ja. Ich hatte dann tolle Abendstimmungen über dem Tauernkogel. Am nächsten Morgen der Hochgasse im Neuschnee. Aber traumhaftes Wetter. Auf wie geht's?
unterhalb des Hochgassers ein Blick nach Norden. Im gelben Kreis die St. Pöltener Hütte. Mitterseel am Taleingang und schemenhaft die Kitzbüheler Alpen. Weiter dann über Felsplatten zum Gipfel. Nach gut 2 Stunden Aufstieg von der St. Pöltener Hütte bin ich nun auf dem 2922 Meter hohen Hochgasser angekommen und hatte wieder das Glück, eine traumhafte Sicht zu haben. Die Blicke von links, vom Kitzsteinhorn bis zum Großglockner rechts. Hier das Wisbachhorn mit starker Vergrößerung. Unten die Fellbein-Tauernstraße. Die Sicht nach Norden, links unten die St. Pöltener Hütte, am Horizont die Loferer Steinberge und noch das ganze Panorama im Norden. Von links die Loferer Steinberge, es folgen die Leonganger, das Steinerne Meer und rechts der Hochkönig. Ich steige dann etwas ab und von Schafen beengt geht's dann weiter zum benachbarten 2693 Meter hohen Messlingkogel. Auch hier teilweise viel Geröll und loses Gestein. Noch über eine versicherte Steilstufe vorbei und auf einem Grat zum Gipfel. Die Sicht nach Westen zeigt den Groß-Venediger. Hier stark vergrößert Tourengeher, die von der Neuen Prager Hütte zum Groß-Venediger steigen. Nach Süden das Geschlösstal unterhalb des Felbertauern Südportals. Von hier beginnt auch der Aufstiegsweg über die Neue Prager Hütte zum Groß-Venediger. In Richtung Nordost der Hochgasser links und die Bärenköpfe. Nach der Rundumschau in der herrlichen Bergwelt geht's nun zum Abstieg. Schmetterlinge, wie das Beifleck-Rotwitterchen. Die schöne Alpenflora. Und ein Brust auf den Hochgasser und ein Messlingskogel beenden die Tour.